Tamás Kavačinský holen. Eine echt schillernde Figur, seitdem er hier in Mittelfranken spielt. Und er spielt es schon gefühlte Jahrzehnte beim TSV Stein, bei der DJK Sparta Nordis Nürnberg. Da gab es sogar mal so eine Art Miete in dir für eine Trainingsstunde und eine kleine Spende zugunsten notleidender Spitzenspieler. Habe ich mir auch mal einen gegönnt. Viel Mist hatte er nicht mit mir zu spielen. Kann ich nachvollziehen. Aber das Geld hat er genommen. War in Ordnung so. Ich hatte meinen Spaß. Gegen Verteidigungsspieler ist es furchtbar brutal, weil er fackelt da überhaupt nicht lange. Er macht unglaublich gute Aufschläge, die schwer zu lesen sind. Und dann lädt er durch, dass man denkt, das ist gegen die Menschenrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hab da ein Spiel, wo ich mir wirklich lange überlegt habe, ob ich das auf YouTube stelle, weil er diesen Verteidigungsspieler dermaßen vorgeführt hat. Für den war das nicht lustig. Aber hier kein Verteidigungsspieler. Andere Bedingungen. Man wird sehen. Kavačinský natürlich schwer darauf bedacht, möglichst schnell Punkte zu machen. Die ganz große Athletik und die ganz großen läuferischen Fähigkeiten hat er schon altersmäßig, ohne dass ich ihm zu nahe treten will, nicht mehr so drauf wie in jungen Jahren. Das liegt in der Natur der Sache. Also, hier schon gesehen, seine Spezialität, bittere Aufschläge. Es gibt wirklich in der Regionalliga wenig Spieler, die solche Aufschläge haben. Zweimal direkter Punkt und das ist durchaus normal. Der Gegner übrigens Fio Dorau. So, da hat er ausnahmsweise mal seine eigene Rotation zurückbekommen. Tamás Kavačinský. Wie sehr viele Osteuropäer, Tschechen, Ungarn, Slowaken, Serben, Kroaten. Liegt der Pole Kavačinský natürlich dir bekannt?
Ja, kaum habe ich es gesagt, zwei vermeintlich etwas leichtere Fehler auf der Vorhand. Und wenn der Gegner lernt, die Aufschläge besser zu lesen, könnte es eng werden. Aber noch hat er es nicht raus. Noch ein Beispiel? Nein, leider nicht. Den hat er gelesen. Fast schnittlos zurück. Und deswegen die Rückhand über den Tisch. Mit Netzberührung. Also etwas glücklich, aber nicht ganz unverdient. 11-8, der erste Satz. Am Nebentisch Matthias Danzer tut sich schwer gegen Müller. Und das müsste eigentlich der Ersatzmann aus der Oberligamannschaft sein. Nummer 3 in der Reserve. Des Gegners. Wenn das so ist, dann wollen wir da natürlich schon unbedingt ein Sieg sehen. Das ganze Spiel gibt es auf einem anderen Clip komplett. Angefangen hat er wie immer recht passiv, Matthias Danzer. Das ist offensichtlich immer noch ein bisschen sein Problem. Vielleicht macht er das auch nur, um warm zu werden, ich weiß es nicht. Inzwischen spielt er wesentlich aggressiver und wir gehen zurück zu Kamaczynski. Und haben prompt den Ausgleich von Matthias Danzer zum 2:2 verpasst. Der soeben gefallen ist. Und jetzt müsste es eigentlich raus haben. Jetzt denke ich, sind die besseren Karten bei Matze. Wenn er dabei bleibt, aggressiv zu spielen und nicht zu weit vom Tisch weggeht. Okay, schauen wir mal, wie es jetzt mit den Returns ausschaut bei Fio Dorau aus Jena. Und schon hat er wieder einen aufgestellt. Kein Problem für Kamaczynski. Und immer schön abwechseln. Einer Überschnitt kommt als Elfmeter, einer Unterschnitt liegt ins Netz. Zwei direkte Punkte. Da spart man Energie. Thank you.
Da wird zu viel gewollt. Tomek heißt er natürlich, falls ich mal Tamas gesagt habe oder Thomas gesagt habe, dürfte alles letztendlich irgendwo auf dem gleichen Wort dann zurückgehen und das gleiche bedeuten oder auch nicht. Ich bin kein Namensforscher. Also. Kabaczynski heißt er. Und langsam kriegt er Probleme, so wie ich das ein bisschen vorausbefürchtet habe. Weil er eigentlich spielerisch nicht mehr allzu viel entgegensetzen kann, außer, schauen wir mal, ob es noch funktioniert, gute Aufschläge. Aber in der Regionalliga Mitte sollte man sich irgendwann auch auf die bösesten Aufschläge einstellen, irgendeinen Einfall haben. Und dann darf natürlich so etwas nicht passieren. Also er hat immer noch Probleme, der Gegner aus Jena. Aber dann muss man die Elfmeter verhaften. Das war dann vielleicht der Frust. Auch bei Rückschlag hat er kaum viele Möglichkeiten, den Punkt zu machen. Mal sehen, wie es jetzt wieder läuft. Ja, ja. Der lag, aber hatte ziemlich guten Unterschnitt und die Länge war so mittendrin. Kann man noch schießen, aber durch den vielen Unterschnitt schwierig. Braucht es ein genaues Timing. Wenn der Ball ein bisschen zu weit unten erst getroffen wird, ist Schluss.
Aufschlag. Mal sehen. Das war viel Glück, insbesondere wenn man die Aufschläge von Tomek nicht kriegt. Und dann hat man endlich mal einen drüber und dann kriegt man als Antwort den Netzroller. Netzaufschlag. Stopp! Und natürlich günstig für den super Aufschläger. Er kann noch mal einen Trick probieren. Und die Wiederholung bringt ihm den dritten Punkt. Nicht ganz unerwartet. 6-10. Fünfter Satz. Also alles wird davon abhängen, ob Tomek Kabaczynski hier weiterhin seine Aufschläge durchbringt. Dagegen hat er immer noch ziemliche Probleme. Aber ansonsten muss er auch ein bisschen mehr tun, vielleicht ein bisschen aggressiver spielen. Auf lange Ballwechsel kann er sich nicht einlassen. 3-4 aus Sicht der zweiten Garnitur des TV Hilpoltstein beim Regionalligaspiel hier in der Hilpoltsteiner Stadthalle am heutigen Samstag, 1. Februar 2020. Alles Müller oder was? Die Nummer 6 der Hilpoltsteiner. Auch ein Name, den ich mir nicht merke. Pawolski, irgendwo in der Ecke. Die Müller aus Jena. Und wir gehen wieder dorthin, wo es spannend wird. Und das war schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt will jeder zählen. Absolutes Hochhaus. Verschossen. 1-0. Tomek Kabaczynski. Und was macht er? Offensichtlich hat der Ball den Tisch noch berührt. Dementsprechend wegen Netzbewegung Wiederholung. Der zweite Return dann wieder senkrecht aufgestellt. So, und das gibt bei jedem offiziellen Schiedsrichter natürlich die gelbe Karte. Allerdings im Tischtennis nicht allzu relevant ist. Will heißen, wenn er nicht ein zweites Mal den Schläger schmeißt oder sonst irgendwas Verbannungswürdiges tut, dann bleibt es bei Gelb. Ansonsten gibt es einen kostenlosen Punkt für den Gegner. Ja, jetzt kommt der aufmerksame Oberschiedsrichter Herzog. Und waltet seines Amtes und bringt die gelbe Karte höchstpersönlich vom Oberschiedsrichter Tisch vorbei. Da braucht man nicht lange drüber reden, das sind die Tischtennisregeln. Und wie gesagt, im Fußball wäre das vielleicht etwas, worüber man streiten könnte, weil dann natürlich die Gefahr besteht, dass man irgendwann gelb-rot fliegt und rausfliegt aus der Halle. Das ist hier nicht der Fall. Beim zweiten Vergehen dieser Art gibt es lediglich einen direkten Punkt für den Gegner. Und wenn man das nicht gerade bei 8-Ball oder 9-Ball oder beim Matchball macht, kann man das verkraften.
Man kann sich aber auch solche Geschichten verkneifen. Perfekter Start in den fünften für Tomek Kabaczynski. Jetzt sollte er mit dem einen oder anderen guten Aufschlag das Ding nach Hause schaukeln. Womit ich jetzt natürlich nicht gesagt haben will, dass Tomek außer Aufschlag nicht auch noch Tischtennis spielen kann. Natürlich kann er das. Aber wenn jemand seine Aufschläge gut liest, dann hat er schon mehr Probleme. Da ist nicht die ganz große Beinarbeit mehr. Viel Tischtennis aus dem Stand. Aber eben immer noch absolut Regionalliga tauglich. Was der Ü40 Zauberer da macht. Und wieder ein Elfmeter. Und auch ganz. Auch wenn ich mich wiederhole, der Meister des Surf and Volley, dass er ein Riesenspieler war, das sieht man auch heute noch. Aber ich weiß nicht, wie viel er noch trainiert und wie gut er körperlich dann auf dem Niveau ist, dass man eigentlich für diese Spielklasse hier dringend braucht. Alles egal, immer noch ein ganz wichtiger Spieler für das Team und vor allen Dingen ein wichtiger Punkt, denn mittlerweile steht es 4-4. Palkowski am Nebentisch allerdings hat den ersten Satz gegen Müller verloren.